Mein Name ist Alexander Kewes aus Schmallenberg und hier sieht man mein Gesellenstück. Kommen wir einmal zum Außenkorpus von dem Stück. Da habe ich einmal den Außenkorpus mit Eiche furniert und anschließend mit einer Laugenbeize dunkel gebeizt und später mit Klarlack ablackiert. Dann haben wir zentral einmal hier ein Innenfach, wo man Spiele, Konsolen oder Receiver mit einbauen kann. Und gleichzeitig da hinten ist die Kabeldurchlass, dass man das mit dem Fernseher verbinden kann. Die Türen gehen auf mit Tip-On, wobei hier vorne vor dem Furnieren ein kleiner Magnet eingelassen wurde für die Zuhaltung. Dann habe ich hier einmal zentral auch 5 Schubkästen, 4 Stück an Seiten und einen etwas größeren mittig. Die Schubkästen sind alle von Hand in der Schwalbenschwanzverbindung versehen worden. Und die Führung habe ich auch selber aus Korean hergestellt. Das fand ich eigentlich eine relativ schöne handwerkliche Lösung. Dann habe ich einmal auf der Front hier vorne so eine Naht mit eingelassen, dass die ganzen Eingriff eigentlich einmal durch das ganze Stück ziehen soll. Die Fronten, die sind erst furniert worden, dann später mit Leder bezogen worden. Das habe ich auch selber gemacht. Und dann später wurde da noch ein 4 mm Eichenrahmen drumherum gesetzt. Und der wurde dann mit Metallic-Lack nochmal lackiert. Der ganze Korpus, der steht einmal auf einem Fußgestell unten drunter, was mit Schlitz- und Zapfenverbindung versehen worden ist.